Liebe AIDA-Freunde, herzlich willkommen zu eurem Magazin. Drei tolle Geschichten habe ich euch mitgebracht. Erstens, wenn zwei Köche sich streiten, kommt sicher was Leckeres bei raus. Zweitens, die AIDA-Stars singen für euch. Und drittens, kennt ihr eigentlich Trolle? Viel Spaß! Ich habe es eben schon gesagt, wenn sich zwei Köche streiten, kommt auf jeden Fall was Leckeres raus und der Gast hat richtig was davon. Und diese beiden Köche haben sich nicht nur gestritten, die hatten richtig Beef. So sagt man mich heute, wenn sich zwei streiten, habe ich von meinem Sohn gelernt. Und jetzt viel Spaß. Danilo, wir waren zusammen auf dem Markt. Ich habe was eingekauft, du hast was eingekauft, jeder hat für sein Menü. Ich mache ja die nächsten Tage Rosini Meat Selection. Was hast denn du so eingekauft? Ich habe mir ein bisschen Rindsalami und Elchschinken gekauft. Du machst Wurst auf den Teller für die Gäste, auf gut Deutsch. Das ist ja Selection. Ja. Wir kaufen lokal ein, lokales Essen, in jedem Hafen was anderes. Und deswegen kann es auch mal Wurst sein. Du mit deinem Shishi, Garnelen kann jeder. Ja. Pass auf, ich mache hier ein Gelee, ich mache hier eine Spuma, ich mache verschiedenste Texturen von unseren Rentier, Salami, was auch immer. Da hau ich schon einen raus. Dafür stehe ich mit Rosini, mein Freund. Ich stehe in der Selection. Mach du mal deine Wurstplatte und du dein Shishi. Moment, Jungs. Danilo, wir werden jetzt einen kleinen Battle ausrufen. Und zwar werde ich für euch einen Warenkorb zusammenstellen. Und jeder von euch bekommt den gleichen Warenkorb. Und nächste Woche Riga, beim Poolbrunch, werden die Gäste entscheiden, wer der Bessere ist. Nehmt ihr die Wette an? Was meinst du? Wegen mir? Dich schnupfe ich weg. Ja! Irgendetwas fehlt noch. Marzipan. Da bin ich gespannt, was sie draus machen. Und was die beiden noch gar nicht wissen, dass sie für 1100 Leute kochen müssen. Das ist Stefans Warenkorb. Ich habe es mir durchgeschaut. Ja, Goji-Bären, der Trend im Moment, Preiselbeeren und so weiter. Alles eigentlich gängig eigentlich. Aber eins geht gar nicht. Es gibt Marzipan. Ich hasse Marzipan. Ich will sagen, ich sage wirklich, ich hasse Marzipan, denn das ist eigentlich bekannt. Ich kann es nicht mal probieren. Wie soll ich das verarbeiten? So. Ich suche jetzt mal unsere beiden Köche und frage nach, wie es ihnen mit der Liste geht. Wie kochen wir für 1100 Gäste? Ja, das war meine Frage. Das spielt nämlich Selection oder Rosini keine Rolle. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Ich höre Hilfe. Stefan, na, wie geht es euch? Da bist. Ja, der Warenkorb ist ja ganz nett. Ja? Marzipan, super Idee. Sehr eins seiner Lieblingsgerichte. Ja. Aber es ich den scharfen Unterton. Aber ich lasse mir da was einfallen. Aber okay, wir haben ein ganz anderes Problem. Wir haben beide ein Problem. Na, nicht mal gegeneinander ein Problem, sondern wir haben beide ein Problem. Alleine für 1000 Mann. Er 1000 Portionen, ich 1000 Portionen. Man muss ja beides probieren. Wie sollen wir das schaffen? Keine Chance. Ohne Manpower. Also, ich wäre doch nicht Entertainment Manager, wenn ich nicht zaubern könnte. Moment. Ja, echt am Verzweifeln. Danny? Ich glaube, ich brauche deine Hilfe jetzt. Jeder darf sich 5 Leute aussuchen. Also, bitte. Perfekt. So, I declare the games are open. Ich eröffne die Spiele. Hallo liebe Gäste, wir laufen in wenigen Stunden in Riga ein, also heute noch halber Seetag und der Kochbattle startet gleich. Ich freue mich riesig. Hier sehen Sie Danilo gegen Franz auf AIDA Cara und ich habe schon ein bisschen geluschert, was in den Töpfen drin ist. Es sieht leider ziemlich lecker aus. Ich bin sehr gespannt, wie Sie sich entscheiden. Oh, das schmeckt. Oh, wunderbar.
Franz kann hier mächtig punkten. Tief entspannt. Alles gut. Mir geht's gut, alles in Ordnung. Wir schaffen das. Schönes System, schnelle Linie. Ich habe ein tolles Team hier. Ihr seht es ja selber, ich muss fast nichts machen, außer Fleisch braten. Es war natürlich die Vorbereitung war schon knackig. Ich habe natürlich ein paar Probe vom Fleisch gemacht, habe das Fleisch sozusagen aktiviert. Das heißt, ich habe eine Salz-Zucker-Mischung gemacht, habe das Fleisch vorher von beiden Seiten roh angemacht. Ja, habe ich von guten Kollegen gelernt und dann im Ofen schon mal vorgegart, sodass ich es nur noch scharf anbrate. Und du kannst es nicht mehr trocken kriegen. Durch diese Technik kann ich es auch 10 Minuten in der Pfanne lassen, es wird nicht mehr trocken. Und das ist natürlich perfekt für sowas. Erste habe ich und das war ausgezeichnet. Und der zweite habe ich auch schon probiert. Also ich müsste gar nicht mich entscheiden. Das ist so eine Delikatesse. Nein, beide Nummer eins. Schmeckt sehr gut. Der Hirschrücken, also ist perfekt. Was? Ich denke, dass es sehr schwer wird. Also vom Angerichtete her beides sehr super und lecker. Beim Geschmack für Franz. Eindeutig. Es hat unglaublich geschmeckt. Es war sehr, sehr unterschiedlich. Also Franz hat sich mehr so für die Mikroküche entschieden. Danilo war der ganz Klassische, hat die ganzen Zutaten separiert. Franz hat sich für ein Espuma, also einen Schaum, entschieden und mehrere Ingredienzien darin verwertet. Also es war wirklich unglaublich. Und ich bin jetzt voll gefressen. Herzlichen Glückwunsch, Franz. Großartig gemacht. Und ich denke, es wird zugunsten unserer Gäste eine Revanche geben. Und jetzt kommen wir zu den AIDA Stars. Sie haben uns eine Postkarte geschickt. Sie singen an den schönsten Plätzen der Welt, in den schönsten Häfen, in denen wir sind. Viel Spaß. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Alexis! Nice. Und jetzt habe ich für euch atemberaubende Landschaft, großartige Bilder und ein paar geheimnisvolle Trolle. Alles in einem wunderbaren Ausflug von uns. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in Ondalsnes. Für uns geht's jetzt zum Trollstiegen und zur Trollwand. Wir wünschen ganz viel Spaß. Wir befinden uns hier am Trollstigen in Norwegen. Wunderschöne Bergmassive um uns herum. Wir befinden uns auf einer Höhe von 850 Meter. Ist ein beliebtes Ausflugsziel von Touristen und Gästen. Und im letzten Jahr haben wir hier Besucherzahlen gehabt von weit über 650.000, die unser schönes Land besucht haben und alleine hier am Trollstigen waren, um hier eben das schöne Naturpanorama zu sehen, zu erleben, Natur zu fühlen, wie man sie so selten malen kann. What a time to be alive. Wunderschöne Landschaft, ganz toll, auch oben den Aussichtsturm. Leider haben wir die Drohne verpasst, wie sie geflogen ist, aber es war eine wunderschöne Landschaft. Wir hatten ganz tolles Glück mit dem Wetter, kein Nebel, gar nichts. Ganz toller Ausflug heute.
das allerleckerste Essen, das wunderbarste Entertainment und noch grandiose Ausflüge, alles das gibt es bei uns auf jeder Reise. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht ihr ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Bitteschön. Wohlfühlen auf AIDA, das bedeutet unterwegs zu sein. Zunächst vom Basishafen Dubai durch das Arabische Meer in den Hafen von Muscat im Oman. Der nächste Hafen ist Abu Dhabi. Wir machen noch Halt in Bahrain, bevor es wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt Dubai geht. Und zum Schluss, wie immer, ich weiß, ihr habt drauf gewartet, die schönsten Bilder von unseren Schiffen mit wunderbarer Musik. Und bis zur nächsten Woche.